Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 13 im Universe Mode. Willkommen zurück zu Friday Night Smackdown. Nur noch diese eine Show und dann heißt's Survivor Series. So, heute gibt's 3 Tag-Matches. Das ist doch krass. So, anfangen tun wir mit Booker T und Undertaker gegen Cody Rhodes und The Miz. What the fuck? Cody Rhodes und The Miz gewinnen gegen den Undertaker und Booker T. Krass. So, Jeff Hardy, Brodus Clay gegen Daniel Bryan und Brock Lesnar. Okay, ich hätte auch hier gedacht, dass Daniel Bryan und Brock Lesnar gewinnen, aber gut. So, hier gewinnt R-Truth. Ha! Sehr schön. Eigentlich hätte ich Big Show gesagt. Aber dadurch, dass hier immer heute der gewinnt, der verliert, habe ich das gesagt. So, es geht um den Number One Contender, um einen der beiden Titel, welcher ist eigentlich egal, man tritt auf jeden Fall gegen Bradshaw und Farouk an. Animal on Talk, The Legion of Doom gegen Eddie Guerrero und Rey Mysterio. Bin ich mal gespannt. Animal on Talk gewinnen und die werden dann antreten gegen APA. So, jetzt kommen wir zum Main Event. Brock Lesnar gegen Mark Henry. Hell in a Cell. Das wurde sich gewünscht von The Big Red Machine. Oder The Big Red Monster 52. Scheiße, das weiß ich gar nicht mehr. Sorry. Aber das war auch eins der Wunschmatches, die ihr euch wünschen könntet. Das habe ich ausgewählt. Als drittes. Nach diesem mega fetten Armageddon Hell in a Cell. Jetzt mal wieder was einigermaßen Normales. Brock Lesnar gegen Mark Henry. Gut, Hell in a Cell ist auch so eine Sache. So normal ist das gar nicht. Wie gesagt, von The Big Red Monster oder The Big Red Machine 52... Oh Gott! 52! Sorry, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Name war. Eins von beiden. Und los geht's! Wir spielen natürlich mal wieder niemanden. Und... Brock Lesnar haut dir direkt voll rein gegen Mark Henry. Ja. Für Brock Lesnar ist es eben auch einfach kein Problem, so einen Kavenzmann wie den Mark Henry hier hochzuheben und durch den Ring zu schleudern. Okay, in echt wahrscheinlich schon, aber hier im Spiel überhaupt nicht. Rey Mysterio hätte da wahrscheinlich Probleme gehabt. Naja, so, der UFC-Mensch. Weiter geht's. Shawn Michaels hat er ja quasi platt gemacht, Brock Lesnar dann letztendlich, aber doch verloren durch eine Sweet Chin Music out of nowhere. So, jetzt ist Mark Henry mal an der Reihe. Der dürfte ja auch kein Problem haben. Der World's Strongest Man hier, Brock Lesnar, hochzuheben und durch den Ring zu schmeißen. Also, bis er allerdings noch nicht getan hat. So, Lesnar erstmal gegen das Knie, beziehungsweise gegen das Bein von Mark Henry. Der kann jetzt aber kontern. Enter the Headlock. Bin mal gespannt, ob bei WWE 2K14 die Kommentare immer noch so geil sind mit Into the Headlock und was sagen sie noch immer? Weiß schon gar nicht mehr. Ja, sowas zum Beispiel. Irgendwann kennt man ja wirklich jeden Spruch auswendig oder hat jeden Spruch irgendwann überhaupt schon mal gehört von den Kommentatoren. Aber gut, das ist beim Let's Space auch nicht anders. Alles, was ich sage, hat man auch irgendwann schon mal gehört. So. Lesnar, stimmt, from behind. Das sagt er auch nochmal. Bin ich mal gespannt, ob das in der WWE 2K14 auch noch drin ist. The Beast. Da war ein schönes The Beast-Schild. Ja, Lesnar geht ab. Also Lesnar haut dem da ordentlich auf die Fresse. Konzentriert sich auch irgendwie stark aufs Bein von Mark Henry. Scheinbar will er, dass der nicht mehr... Ah, jetzt kommt hier ein UFC-Move. Das ist so typisch UFC. Okay, bei UFC ist es aber ein bisschen brutaler. Und geht länger und zwar so lang, bis der Gegner blutet. What the fuck? Eine Powerbomb! Oh, okay. Das ist... Alter. Also wie man Mark Henry da nochmal hochheben kann. Und das zweimal hintereinander. Das ist erstaunlich. Das ist sehr erstaunlich. Also Brock Lesnar, der befreit hier alle Kräfte, die er hat in seinem Körper, um... Hier Mark Henry Platz zu machen, das ist krass. Und jetzt kommt er. Jetzt kommt er. F5 gegen Mark Henry. Extrem früh in diesem Match. Alter Vater. Das war ja mal krass. Krass früh. Und das war's auch schon. Meine Fresse. Alter Vater. Das ging ja schnell. Alter, Brock Lesnar ballert Mark Henry hier in die Niederlage rein. Ohne Probleme.
The Pain. Ja, hier sehen wir nochmal den F5 gegen Mark Henry. Alter Vater, ging das schnell. Leck mich doch am Arsch. So, und hier der Pin, der dann zum Sieg geführt hat. Also Brock Lesnar vernichtet hier Mark Henry innerhalb von, keine Ahnung, 2 Minuten oder so. Ja, Lesnar gewinnt, macht hier noch einen auch verletzt, ist er eigentlich überhaupt nicht, hat ja so gut wie gar nichts abbekommen von Mark Henry. Er hat eher ausgeteilt in diesem Match, der gute Brock Lesnar, ja, und er hat wirklich einstecken müssen. Der hat wirklich einstecken müssen. Na gut, für Mark Henry ist es natürlich auch noch dann schwer, gegen so einen Muskelbratz wie Brock Lesnar da zu kämpfen. So. Meine Damen und Herren, das war's mit diesem Match, aber noch nicht mit dieser Folge, denn Survivor Series steht an. Und deswegen packe ich jetzt mal das Lineup für Survivor Series ebenfalls noch in dieses Video, denn wir haben ja noch Zeit, würde ich doch mal glatt behaupten. Ja, kommen wir mal zum Lineup für Survivor Series. Ja, ich muss noch ein bisschen was verändern. Zum Beispiel hatten ja Animal und Hawk ein Number One Contender Match gewonnen, aber wurden dann gar nicht aufgeführt einfach mal und bekamen gar kein Titelmatch. Deswegen habe ich denen das mal ganz einfach, ganz frech gegeben. Aber es geht um den United States Championship. Titel Road Dogg gegen Sin Cara im Auftaktmatch 1-on-1. Dann das von mir erstellte Match um den World Tag Team Championship. Die Titelverteidiger der Acolytes gegen The Legion of Doom. In einem Tag Team Extreme Rules Match. Und zwar ein Tornado Tag Team Extreme Rules Match. Steht jetzt mal nicht, habe ich aber so eingestellt. Intercontinental Championship. Eddie Guerrero verteidigt seinen Titel gegen The Miz und gegen Kane in einem Triple Threat Match. Das wird definitiv nicht einfach. Dann ein Match um den WWE Championship zwischen The Rock und Mankind. The Undertaker verteidigt seinen World Heavyweight Championship Titel gegen Sheamus oder versucht es zumindest mal. Dann kommt hier Match Nummer 6. Rey Mysterio gegen Hawk. Ja, das überspringen wir. Und dann kommt, ja, das Main Event. Schade, dass es im WWE 13 gar kein typisches Survivor Series Match gibt. Survivor Series Elimination. Hier wurde mir dann auch als Main Event angedreht Match der Brands und dann ganz normales 6-Mann Tag Team Match. Deswegen habe ich das mal ein bisschen geändert, weil Match der Brands und dann war es noch nicht mal SmackDown vs. Raw, was auch immer. Egal, auf jeden Fall habe ich jetzt hier SmackDown vs. Raw gemacht, ein 6-Mann Elimination Tag. Mehr geht nicht. CM Punk, Randy Orton und Edge von SmackDown gegen Steve Austin, Triple H und John Cena von Raw is War. Ja, das wird unser Main Event bei Survivor Series. Aber beim nächsten Mal geht's dann erstmal los, ganz leicht, mit Road Dogg gegen Sin Cara um den United States Championship. Das war's soweit von mir. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ich hoffe, das Lineup für Survivor Series gefällt euch. Wir sehen uns. Bis dann. Tschö.